Es folgt nun die Ansprache unseres heutigen Gelübdesredners, Herrn Generalmajor Wolfgang Uhl. Im Anschluss hören Sie das Musikstück Der Jäger aus Kurpfalz. Marktplatz der schönen Stadt Kandel angetreten, um in wenigen Minuten Ihr feierliches Gelöbnis bzw. Ihren Eid abzulegen. Wenngleich der Kommandeur Sie, verehrte Gäste, soeben bereits begrüßt hat, möchte ich doch die Familien und Angehörigen der Kameradinnen und Kameraden besonders willkommen heißen, die zum Teil, wir haben es gerade gehört, von weit her angereist sind. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Aus vielen Gesprächen mit jungen Soldatinnen und Soldaten weiß ich, nichts ist wichtiger als der Zuspruch der eigenen Familie und Freunde. Ich danke Ihnen, den Angehörigen, deshalb für Ihre Anwesenheit und Ihre Bereitschaft, die Entscheidung zum Soldatenberuf mitzutragen. Wir dürfen stolz sein, denn es ist ein fordernder, aber auch überaus ehrenhafter Beruf, den diese jungen Frauen und Männer heute ergreifen. Meine Kameradinnen und Kameraden, Sie, die Sie vor uns allen angetreten sind, geloben heute, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie tun dies bewusst und in guter Tradition, in der Öffentlichkeit und vor Zeugen. Denn schließlich sind es die Menschen dieses Landes, für deren Recht und Freiheit Sie mit Ihrem Dienst einstehen. Wenn Sie in wenigen Minuten feierlich Ihren Eid leisten, so ist dies ein Treueversprechen auf Gegenseitigkeit. Sie schwören, unserem Land treu zu dienen. Und Sie dürfen umgekehrt erwarten und sich darauf verlassen, dass unsere Gesellschaft Ihren Dienst als das anerkennt, was er ist. Ein unverzichtbarer Beitrag zur Existenzsicherung unseres Gemeinwesens. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir diesen Appell außerhalb der Kaserne, hier mitten in Kandel, durchführen dürfen. Hier auf diesem Marktplatz kommt zum Ausdruck, dass wir alle fester Teil dieser Gesellschaft sind, dass wir, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ihre Soldaten sind. Ich danke der Stadt Kandel daher von Herzen für diesen würdigen Rahmen. Gerade in dieser Region hat sich die Luftwaffe über all die Jahrzehnte hinweg stets willkommen geheißen. Als ehemaliger Kommandeur und Wahl-Südpfälzer, wie ich hinzufüge, kann ich dies aus eigenem Erleben bestätigen. Ich freue mich darüber hinaus sehr, dass wir mit der Patenschaft, die nach diesem Appell zwischen der 5. Kompanie und der Stadt Kandel geschlossen wird, sichtbar unterstreichen, dass für uns diese Region Heimat ist. Hier in der Südpfalz lernen unsere Soldatinnen und Soldaten das Handwerkszeug. Gemeinsam bereiten sie sich auf die Abschlussübung vor. Sie absolvieren die Hindernisbahn, Leistungsmärsche und die Schießausbildung. Sie lernen, was es heißt, füreinander einzustehen und sich auf die Kameradin oder den Kameraden neben sich verlassen zu können. Das unsichtbare Band der Kameradschaft, das uns alle umfängt, das gegenseitige Aufeinander Achtgeben, das Stützen des Schwächeren, das gemeinsame Durchleben von Höhen und Tiefen, ist etwas ganz Besonderes an unserem Beruf. Meine Kameradinnen und Kameraden, ich gehe fest davon aus, dass Sie diese wichtige Erfahrung in den zurückliegenden Wochen bereits haben gewinnen können. Und dass die Kameradschaft Sie auch später in der Truppe und vielleicht im Einsatz tragen wird. Auch daher will ich nicht versäumen, denjenigen meinen Dank zu sagen,
die Sie in den zurückliegenden Monaten begleitet, betreut, ausgebildet und geführt haben. Der Führung und dem Stammpersonal des Luftwaffenausbildungsbataillons wie auch des ABC-Abwehrbataillons gleichermaßen. Liebe Kameradinnen und Kameraden, Sie haben sich aus freien Stücken für diesen verantwortungsvollen und mutigen Weg entschieden. Und das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Soldat zu werden heißt, eine bewusste und weitreichende Entscheidung zu treffen. Ihre Verantwortung erhält in dieser besonderen Zeit eine noch höhere Bedeutung. Angesichts des fortgesetzten völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands mitten in Europa ist die Gefährdung von Recht und Freiheit sichtbar wie nie zuvor. Die estnische Premierministerin Kallas hat dies in einer Rede in Berlin sehr klar zum Ausdruck gebracht. Sie sagte, die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei. Und so genau ist es. Wir müssen bereit sein, unsere Freiheit zu verteidigen. Und wir müssen in der Lage sein, unsere Freiheit zu verteidigen. Hier ist die Gesellschaft, ist die Politik, ist aber auch die militärische Führung gefordert. Sie alle so auszurüsten, dass sie ihre Aufgabe optimal gerecht werden können. Seien Sie versichert, die Führung der Streitkräfte ist sich dessen in vollem Umfang bewusst. Meine Kameradinnen und Kameraden, heute legen Sie Zeugnis ab von Ihrer Bereitschaft, unser Land, seine Werte und seine Freiheit zu schützen, notfalls auch mit Waffengewalt, notfalls unter Einsatz Ihres Lebens. Ihr Gelöbnis verleiht dem Satz, die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei, ein Ausrufezeichen. Dieses Ausrufezeichen ist wichtig, gerade in einer Zeit, die uns so vielfältig fordert. Gemeinsam mit der Royal Air Force ist die Luftwaffe in Estland, der Heimat von Premierministerin Kallas, zum wiederholten Male mit Eurofighter im Einsatz, um die Integrität des Luftraums zu sichern. Jeweils ein deutsches Flugabwehreinsatzkontingent erbringt zudem in Polen wie in der Slowakei den Schutz wichtiger Infrastruktur. Parallel findet in Deutschland die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Waffensystem Patriot statt. Deutschland hat in erprobt enger Abstimmung mit den USA beschlossen, den ukrainischen Streitkräften eine Feuereinheit zur Verfügung zu stellen. Die Soldaten werden mit diesem bewährten Flugabwehrraketensystem vertraut gemacht, um sich nach Rückkehr in ihre Heimat mit dann ihrem Waffensystem den fortgesetzten Luftangriffen des Aggressors entgegenzustellen. Auf diese Weise helfen wir der Ukraine, sich selbst zu verteidigen und damit Leben zu retten. Und wenn heute die 5. Kompanie nur mit einer kleinen Abordnung an diesem Appell teilnimmt, dann ist der Grund dafür, dass die Kameradinnen und Kameraden gerade auf einem Truppenübungsplatz in Deutschland ukrainische Soldaten auf ihren Einsatz vorbereiten. Sie sehen, die Luftwaffe trägt aktiv dazu bei, dass die Freiheit in Europa gegen die Tyrannei verteidigt wird. Meine Kameradinnen und Kameraden, die Zeiten sind fordernd. Die Gesellschaft braucht sie. Und die Luftwaffe wartet auf Sie. Willkommen im Team Luftwaffe. Ich wünsche Ihnen für Ihre Dienstzeit alles erdenklich Gute und stets das notwendige Quäntchen Soldatenglück. Ich danke Ihnen.